Wieso nehme ich eigentlich gerade nur 30 FPS auf? Nick, du wolltest gerade nur irgendwas erzählen, oder ich habe dich unterbrochen. Ja, mit dem GM hier, dem irgendwie, dass ich den finden muss. Ich werde mir gerade sogar extra einen Zweier-Chat mit... Ganz auf der letzte erlebt. Zweier-Chat mit ihm zusammen gemacht. Alter, die GMs sind hier übelst nett mit dem Typen, wenn man so viel machen. Letztens habe ich mit der ganzen Horde von GMs einfach mal in der Stadt getanzt. Das ist richtig nice. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good Sir Knight, I got rats in the basement. Biggins. That's why I got stuck with Her Majesty's goddamn health code violation. Ich meine zweiten Win, den ich in 3 gegen 3 habe. Sag bitte. Ich sag jetzt nichts mehr. Make fucking haste. Jetzt kannst du wieder. Du hast aber wirklich ein Potenzial, weißt du? Jetzt war gerade wieder so eine minimale Story-Sequenz, wo du einfach gerade reingeredet hast. Okay. Ersten Kampf haben wir. Zwei müssen wir insgesamt machen. Also zwei kann man leider nicht skippen, aber zwei kann man halt. Oh Christ, what a pickle! So, auf jeden Fall da hinten die mutierte Ratte. Schön mit dem Knife angreifen. Und ihn hier mit dem Hammer der Stürmer. Ja, kannst du. Keine Sorge, jetzt ist es. Du kannst die ganze Zeit jetzt schon was sagen. Ja, das Geile ist einfach auch nur, hier ist irgendwie fast immer irgendein Event. Ich finde das richtig nice, wenn in einem Game eigentlich immer irgendwas los ist. Vor allem die GMs antworten dir nicht wie in Kalchas. Dann werden die auch freundlich und hier gibt es sowieso. Letztens war ein Event, da muss man Überbosse töten, also da brauchst du irgendwie um die 1000 Mann und eine halbe Stunde oder sowas, bis ein Team mal tot ist. Dann haben irgendwelche Idioten, haben aber dafür gesorgt, dass das Vieh wieder komplett voll ist, weil wenn du das zu weit wegziehst, ist das komplett voll. Was macht der GM? Ja gut, wartet mal kurz, schießt das mal alle an, wir haben das alle angeschossen und der Typ one-hitted das Ding einfach mal. 3 Milliarden Schaden, warum nicht? Alles klar. Nein, 4 Milliarden war das, also 3,9 Milliarden Damage. Also. Alter Schwede. Boah. Feel my righteous fury. Not bad. Hast du eigentlich für dieses Jahr irgendwelche Games im Blick, die du dir holen möchtest? Boah, da war einiges gewesen, aber ich weiß die Namen nicht. Ich hole mir sowieso größtenteils kostenlose Spiele. Also, ja. Auch eigentlich. Ja, wesentlich, weil du ja nicht, wenn es dir dann kein Spiel. Also zum Beispiel, ich habe auch gehört, einer aus meiner Klasse hat mit WoW wieder angefangen. Und wenn du da monatlich für ein Spiel Geld bezahlen musst, das ist doch. Also ich finde das echt blöd. Also sagen wir mal, so ein Pay-to-Play-Spiel würde ich auch niemals freiwillig machen. Aber. Warte kurz. Aber wenn ich ehrlich bin, mal so ein Spiel so einmal bezahlen dann so und dann spielen, also jetzt mal ohne Scheiß, das finde ich wiederum eigentlich nicht schlecht. Ja, aber dann wirklich warten, bis es mal richtig ist und dann vielleicht mehr. Also was wie Payday oder sowas. Das habe ich. Da finde ich es ja auch noch in Ordnung, aber manches andere. Obwohl Payday auch schon wieder so eine Sache ist, wo man relativ viel reinstecken müssen mit Sachen ist. Ja, sagen wir es mal so, du kannst schon alle Missionen spielen und sowas, aber du hast halt nicht so sehr viel frei, sage ich mal. Wo fehlt mir jetzt eigentlich ja noch was? Die habe ich. Ach ja, natürlich. Die da hinten fehlt mir noch. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich jetzt am besten hingehe. Warte mal. Hier hin? Und genau, hier rein. Holen wir uns erstmal eine Quest ab. Achso, übrigens mein Fazit zu meinem Praktikum. Also den Platz, den ich hatte, möchte ich echt keinem weiterempfehlen. Weil für mich war es teilweise echt eine harte Prüfung. Und ich bin ziemlich sicher, dass einige an meiner Stelle das dann dort nicht geschafft hätten. Well done! The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend. On faith. Lol. Das ist ja richtig schwer. Nick, also, halt einfach der Mord zu deinem Spiel, okay? Gott, fokussier dich doch mal aufs Scheiß-Display, was ich hier probiere zu machen. Mein Gott. Gott, worüber können. Pass auf, also, ich hab dir eine Frage gestellt. Du hast natürlich nicht hingekriegt zu beantworten, aber. Wie üblich. Yeah. Also. Was soll ich jetzt sagen? Also, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall zwei Spiele im Visier. Auf jeden Fall South Park The Fractured Butthole. Ein Spiel, was meiner Meinung nach einfach nur geil werden kann.
weil es ja von South Park ist. Und das zweite Spiel wird auf jeden Fall Outlast 2 sein. Für alle, die mein Let's Play von Outlast geguckt haben, ihr wisst ja, ich habe mich verklickt. Nein! Tja, das dauert jetzt mal ganz kurz ein bisschen, Leute. Okay. Nein. Ich wollte aufs Inventar gehen und mir dann eigentlich hier die Maske anlegen. Die Gasmaske. What are you looking at, Pussy? Können wir jetzt nämlich auch gegen ihn kämpfen. Oh, no. Jetzt kriegt er zurück, was er uns ins Gesicht gesprüht hat. Ach ja, genau. Wir haben jetzt die Dartpfeile. Beim Dieb ist sowas, das ein, da muss man dann relativ viel mit, ich sag mal, Bluten arbeiten, so mache ich dazu. Gut, nächste Runde ist ja dann auch schon Geschichte. Oh, das ist so schwer zu kontern einfach. Gut. Und erst Geschichte. Wir sind gut dabei, Leute. Wir sind echt gut dabei. Ich weiß nicht, also Outlast, also mal zurück, könnte ich jetzt mal über Outlast reden, weil wenn ich ganz ehrlich bin, mir hat das Hauptspiel von Outlast weniger Spaß gemacht als der DLC. Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, aber ich fand einfach, beim Mainspiel war halt so, man konnte sich das Spannungsvermögen eigentlich dann wirklich wie, ich sag mal, so eine Kosinuskurve eigentlich vorstellen. Weil am Anfang war es halt schon ziemlich geil, dann mit der Bibliothek diesen Jumpscare, dann der Fett, der ihn umgeschmissen hat, der Keller. Aber es war dann halt mit der Zeit, war es halt einfach nur noch lächerlich. Immer war halt dieser eine Fett, der dich überall hin verfolgen konnte, egal wo du hingegangen bist. Gut, kurz Story-Sequenz. Ja. Can I help you? What's this? Oh, the L-stick the stick again? Hang on a second. Und er ist schon fertig mit Umziehen, natürlich. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Natürlich, natürlich zieht er sich so schnell um. Ich meine, wer kann das nicht? Was mir persönlich so sehr am, ich sag mal, DLC gefallen hat, weswegen ich den DLC auch... Flachwächser gut, den Kampf schneide ich jetzt ganz kurz. I'm gonna beat the shit out of you. Lächerlich, ey. Just we'll see if it works. Hey, I'm lucky. Whoopee! Ja, Rex, willkommen im Let's Play, GG. Schreibt mich gerade einer auf Steam und im Let's Play. Gut. Ja, hab ich da auch schon so oft gemacht. Ja, ich weiß schon, weil jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, jetzt muss ich erstmal noch hier hingehen. Wegen zwei Dingen. Ihr werdet gleich sehen, welche zwei Dinge ich meine. Aber ganz ehrlich, gleich mache ich auch mal eine Aufnahmepause, weil dann habe ich zumindest mal das Pensum, was ich jetzt mal am ersten Tag schaffen wollte, geschafft. Danach krieg ich Hauer. Haben wir die Kuh? Ne, dann haben wir... Du musst ja wegen drei Dinge her. Wegen ihm hier. Ist nämlich noch eines der scheiß Farmkinder versteckt. Gott, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wo waren denn die anderen? Also, ich weiß noch, wo... Ja, scheiß, die waren dann. Mir fällt gerade eins nicht ein. Ich hab doch jetzt... Warte mal, habe ich jetzt... Wenn das jetzt mein drittes ist, habe ich ein Problem. Wenn es mein viertes ist, ist es kein Problem. Aber ich glaube, es ist erstmal ein drittes, ne? Ja. Also eins hier. Dann ist eins... Oh, jetzt muss ich mal kurz die Plätze im Kopf abgehen. Sorry, Leute. Das eins, das eins, das eins, das eins. Oh, mir fallen gerade noch fünf Spots ein. Scheiße, wo war das sechste? Ach, natürlich, 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 natürlich. Natürlich, 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 natürlich. Gott, bin ich blöde. Muss ich denn das jetzt noch überall anbringen? Da unten muss ich dann noch... Also wir müssen jetzt in beiden Fällen auf jeden Fall hier hin. In beiden Fällen.
Zum einen müssen wir jetzt einmal hier... Kevin Stoleys iPad haben wir ja schon mal. Immerhin etwas. Da ist Jesus. You found me. Next time finding me won't be so easy. Ich kann euch sagen, das zweite Mal ist richtig assi. Aber gut. Wir müssen jetzt nochmal in den dunklen Wald rein, wir müssen jetzt mal hier zum Teich hin, weil hier hinten ist eine Kiste und eines dieser Kindergartenkinder. So assi, wie kann sich dieses kleine Bastardkind dort verstecken? Wenn man diese Tasche vorher holt, bevor man diese Kindergartenkinder findet, mein Beileid. So, hier ist das noch. Dann müssen wir hier noch hin, um den Schweinewehrmann-Sensor anzubringen. Wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir ja sowieso bei der Schule raus. Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Was können wir denn jetzt noch machen? Ach ja, genau, wir müssen erstmal wieder zu Pfarrer Maxi zurück, damit wir Jesus noch ein weiteres Mal holen können. Ja, doch. Passt momentan. Eigentlich relativ gut sogar. Ist aber für unsere Verhältnisse, wir haben jetzt momentan wirklich noch fast gar nichts. In dem Sinne, da waren wir schon da. Ja, wir sind eigentlich fast durch. Also ich kann ja gleich mal eine Aufnahmepause machen. Wir müssen jetzt nur noch einmal mit ihm sprechen. Do not despair. For many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Genau. Jetzt müssen wir Jesus noch einmal finden. Dann gehen wir nochmal kurz zu Kenny. Und zu Kennys Haus, um halt das mit... Wie hieß er? Mit Craig? Mit Tweak zu machen, genau. Boah, ich muss langsam so richtig dringend auf Klo, ey. Na gut, ich halte es noch aus. Kann ich auch gleich über Geografie reden? Wir haben ja jetzt vor kurzem eine Geografiearbeit geschrieben, die bei mir zu 100% eine 6 geworden ist. Und ich werde ja auch in Bälde mündlich drankommen und ich hoffe einfach mal, dass das besser laufen wird als beim letzten Mal. Sonst habe ich ein Problem. Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, beim Geografie ist so interessant. Nein. Das Witzige war, letztes Jahr hatte ich eine 2, jetzt habe ich eine... Momentan eine 5. Come find me again for another. Genau, einmal das hier und einmal das hier. Also ich kann dir eins sagen, ich habe ein mega Problem mit Geografie einfach. Geografie macht mir einfach keinen Spaß. Ich bin nicht der Typ, der lernt. Ich bin halt der Typ, der schaut sich einmal an und kann es dann halten. Das ist halt bei Geografie bei mir nicht so. Deswegen habe ich auch keinen Bock drauf. Oh mein Gott, da muss ich wohl jemanden mal anstrengen. Ja. Will ich aber nicht. Nein. Ich weiß nicht, Geografie ist einfach so eine Sache. Ich weiß andere Dinge, ich weiß viele andere Dinge. Aber Geografie ist einfach so eine Sache, da konnte ich mich einfach nicht damit identifizieren. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Es ist halt einfach so eine Sache, weil... Ich kann's nicht und will's eigentlich auch nicht so richtig können. Weil auch wenn ich in Geografie wirklich scheiße bin, was soll ich sagen? Ich bin da... Nick, wir beiden sind die Logiker halt hier. Ach, ich finde das voll geil, weißt du, deine Frau ist auf Arbeit. Nur logisch ist das Unlogische. Geografie ist an sich ja auch logisch. Du musst nur wissen, wo das ist und kannst daraus dann möglicherweise schlussfolgern, wo die anderen Dinge sind. Aber da müsst... Aber wie gesagt, ich weiß ja wirklich, ich sag mal, wirklich gar nichts eigentlich. So. Hier ist meine Unterhose. Oh Gott, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich doch jetzt gerade ein bisschen langsam auf die Aufnahmepause, allein schon, weil ich dann endlich mal auf Klo gehen kann, ey. Kannst du auch mal im Klo aufnehmen, so wie du immer in TS bist. Nee, das möchten die Zuschauer nicht antun. Ich habe schon einmal auf Klo aufgenommen, da habe ich am Ende gekotzt. Das möchte ich nicht normal machen. Hier war übrigens die nächste Unterhose. Nee, ich war nicht in der Küche, ne? Ich war, glaube ich, nicht in der Küche, da muss ich nochmal hin. Wie gesagt, wir brauchen jeden einzelnen Cent. Am Ende werden wir wirklich alles umdrehen müssen. Doch, war ich. Okay. Gut, jetzt geht es dann zu Kenny.
Dann planten wir noch den dritten Schweinewarnsensor und dann rede ich mal mit Al Gore und dann können wir dann. Hier kommen wir noch nicht rein, hier kommen wir auch noch nicht rein. Und das noch. Ach so, ah, oh, jetzt immer. Ob ich das noch so lange aushalten kann. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Pass nur auf. I told you to go see the nice people renting the room behind the garage. Wie die eskaliert. So. 11. Flagge. Hier gehen wir jetzt noch ganz kurz nicht rein. Nee, es sind 4 obdachlosen Camps unter der Erde. Hier ist nämlich... Ah ja, den vergesse ich fast immer. Also mit beim Zählen machen tue ich ihn sowieso immer. Aber an so, sag ich mal. Ja, sagen wir es mal so, den Kampf lasse ich mal drinnen, weil solche obdachlosen Camps, sagen wir solche Story-Sachen, die ich machen muss, die werde ich nicht rauscutten. Hey, ich hab doch geblockt! Arsch! So sieht es aus, Alter. So. Damit ist er jetzt Geschichte. Egal, was ich jetzt mache, er wird beim nächsten Zug auf jeden Fall über 100 Blutschaden verlieren. So, dadurch, dass er jetzt schon angreift. Lol, der Wichser, der hat sie... Der hat Leben regeneriert, der Arsch! So ein Wichser. Na egal, jetzt ist er trotzdem weg. Ja, 3 HP, du! Batas! Gib dem Saures! Gut. Haben wir ein Obdachlosencamp mehr umgesiedelt. Hier hinten ist noch eine Truhe, die ihr nicht vergessen solltet. Und hier können wir unseren zweiten Punkt im Jagdguide nachholen. Den wütenden Schrottplatzhund oder den irren Schrottplatzhund. Das allererste, was wir machen, ist dem wieder Blutschaden. Wie gesagt, lebenstechnisch hat er nicht so sehr viel drauf. Oh, der Wurf war noch perfekt. Ich habe eigentlich zu früh gedrückt. Okay. Fuck. Was? Alter. Alles klar. Leute, sehen müssen, wie viel mir der Typ gedrückt hat, ey. Der hat mir gerade ungefähr 2/3 live mit einem Hit gegeben. Der arme Schrottplatzhund kann eigentlich auch nichts dafür. Ich muss ihn halt einfach töten. Das ist halt das Problem. Aber egal, was er macht. Beim nächsten Zug, was das danach endet, ist auf jeden Fall tot. Okay, den konnte ich blocken. Jawohl. Da ist er tot. Der kleine Räudige hier. Okay. Haben wir den? Und da würde ich sagen, da gibt es auch ein Achievement für. Würde ich euch übrigens auch empfehlen. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt. Hier, genau. Den bösen Cartman Spitzbart anlegen und hier legen wir mal wieder unsere Liebeskappe an hier. Da gibt's einen Schiefen, wenn ihr damit die Meth Dealer fertig macht. Heißt glaube ich irgendwie Heisenberg. Guckst du eigentlich die Serie Breaking Bad? Nein, aber die sehr viel aus meiner Klasse gucken ist. Soll sehr gut sein. Ja, ist doch. Die Serie soll wirklich relativ gut sein. Wie gesagt, ich bin... Bist du eigentlich eher so ein Serientyp oder eher so, der so abends, sage ich mal, ein bisschen YouTube schaut? Eindeutig eher der Serientyp. YouTube okay. Schaue ich eigentlich... Was schaust du denn serientechnisch? Ja, ich muss ehrlich sagen, meine Lieblingsserie ist immer noch One Piece. Ha! Geil! Nein, das war im Ernst. Schaust du sonst irgendwas noch außer One Piece? So serientechnisch, ich meine... Irgendwie musst du auch mal deinen Abend rumbringen, weil... Bist du derjenige, der am Abend dann zockt, oder... Oh, scheiße, ja. Das werde ich nicht hinkriegen. Obwohl, ne, komm! Obwohl, ne, ja. Oh, ich hab... Yes, yes, yes! Oh, ich hab die Bordsteinkick komplett gekontert. Alter! Das habe ich ja noch nie hingekriegt. Alter, Leute, dass ich das gerade hinbekomme, das glaube ich gerade selbst nicht. Der Bordsteinkick ist somit am schwierigsten zu kontern, der Attack im gesamten Game. Tut mir leid, ich hab dich wieder unterbrochen. Bitte, was? Du warst gerade dabei zu erklären, was du am Abend machst. Achso, ja, achso. Abendserien sind bei mir auf jeden Fall Flash und... Kenn ich nicht, worum geht's da? Oder worum handelt es sich? Als ob du nicht Flash nein, kennst. Kenn ich der nicht. Der schnellste Mensch der Welt. Nein! Traurig.
Alter, ich bin kein Zane-Typ. Was einzige, was ich mache, ist abends zocken. Das kommt heute Abend wieder, guck ich dir einfach an. Heute Abend muss ich. Ah, nee. Gut, dann müssen wir noch ganz kurz hier hoch aufs Dach, Leute. Ich weiß einfach nicht, ich bin, sagen wir mal so, wenn ich Serien gucke, dann sind das halt solche Sachen, wie ich sag mal, die einzige Serie, die ich tatsächlich gucke, ist Walking Dead. Jetzt geht er runter, okay. Also Walking Dead ist, habe ich tatsächlich bis zur aktuellen Folge geschaut, aber... Yes, okay. Ja, wir haben uns echt gut geskillt, Leute. Gut. Müssen wir hier hin? Wir haben jetzt nicht mehr viel vor uns. Ich kann Wälder gleich auf Klo gehen. Oh, hey, you're the new kid. Genau, das ist Karen. Die kann ich mir jetzt auch noch holen. Das kann ich mir vorstellen, dass sie normalerweise voll Energie sind, wenn die hier Crystal Meth kochen, ey. Gut. Dann sind wir hier eigentlich fast durch. Wirklich fast. Kann ich fast meine Aufnahmepause machen. Ich muss nicht... Es ist ein Mühe, was ich jetzt noch machen muss. Und zwar, bevor ich das jetzt nämlich vergesse... Ich muss jetzt noch einmal zu... Doch, ja. Meine Schweinebärmansoren habe ich jetzt alle geplantet. Ich muss jetzt noch einmal hier hin. Um einmal Al Gore Bescheid zu sagen. Dann nochmal mit denen zu sprechen, dass ich noch was platzieren muss. Dann habe ich das nämlich auch hinter mir. Und dann muss ich noch Tweak holen. Aber das haben wir ja fast. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Manbear Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Manbear Pig base. Gut. Wir haben jetzt Algorians Lagerschlüssel bekommen. Da werden wir auch sofort hingehen. Zunächst holen wir uns aber erstmal ganz kurz Tweak ab. Dann haben wir nämlich schon 2 von 3 Mitgliedern rekrutiert und das dritte werde ich dann in der nächsten Aufnahmesession angehen, weil das dann noch eine Spur hatte ist. You got the pickup. Oh, thanks, man. Dad, I finished my work. Can I go play? Where's today's delivery? Right here. Hmm, yep. That's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend. Made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Gut. Neue Freundschaftsanfrage, Tweak. Schlüssel haben wir jetzt auch noch erhalten. Damit können wir oben noch die Truhe aufschließen. Ich glaube, mit der Klosterbruder... die Klosterbruder-Sachen lege ich jetzt mal an. Ist auf jeden Fall besser als das, was wir bisher haben. Und den bösen Kartenspitzbart lege ich mal wieder ab. Ich bin eigentlich nie der Typ, der irgendwas anlegt immer oder sowas. Und wie gesagt, wir brauchen am Ende sowieso alles. Wir müssen am Ende alles verkaufen, damit wir gerade so hinkriegen. Howdy ho. Ah Gott, was mache ich? Was mache ich jetzt? Ich überlege gerade, habe ich jetzt alles gemacht, was ich jetzt machen wollte? Eigentlich schon, oder? Ich habe die Sachen angebracht. Ja, dann hole ich mir ganz kurz meine neuen Freunde. Ja, ich habe 7 neue Freunde im Maul jetzt. Ja, dann gehe ich jetzt noch zu Cartman. Er sieht die frohen Neuigkeiten, warte darauf, dass er mich dann zur Schule schickt, weil das dann unsere nächste Aufgabe sein wird. Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah, where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Gut, dann mache ich jetzt noch das Training und dann geht's los. You fight well, Douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fart. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's bowels, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bowels is not cool. Do you understand? Alright, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so.
Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Gut, jetzt müssen wir einmal... Jetzt wird uns ja kurz erklärt, wie wir das jetzt machen sollen. Hold. Und jetzt furzen wir. My God, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Okay, just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two, spar. Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Okay. Hingehen, Sequenz auswählen, furzen. That was fucking hilarious. Dude, that was fucking awesome. Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls. Okay, seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Gut, wir wissen jetzt, wie man furzt, Leute. Und mit dieser glorreichen... Nee, ich bin diesem, mit diesem glorreichen Skill, den wir jetzt erlernt haben. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao.